Hallo ihr Lieben, ja, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nicht so viel Albernheit und was ihr so von mir kennt. Meine Gedanken sind in letzter Zeit so ein bisschen konfus und ich glaube, das geht euch allen so. Niemand weiß so wirklich, was mit uns passiert, was passiert überhaupt und wie geht es weiter. Und ich wollte heute mal einfach die Chance nutzen, meine Gedanken mit euch zu teilen und das, was in mir ist, wie ich über die ganze Situation empfinde und was das mit mir macht. Und wollte heute einfach mal ein bisschen auch erzählen, warum ich vielleicht in letzter Zeit auch weniger poste auf Instagram, wo ich ja doch sonst sehr vertreten bin. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mir die Frage gestellt, ist es in Ordnung, über tolle Zeiten, über Ponyhofgeschichten, über Erlebnisse zu sprechen, wenn in, ja, nicht ganz so weiter Ferne Krieg herrscht. Ich fühle mich damit irgendwie nicht gut, also ich persönlich, und weiß einfach, dass jeder das auch selber für sich entscheiden kann. Bin auch letztendlich ganz bei mir und zu dem Entschluss gekommen, dass es auch falsch ist, sich komplett einzuschränken, denn man leider als einzelne Person daran nicht viel ändern kann. Es gibt Möglichkeiten, dazu möchte ich gleich auch noch kommen, wie wir als Einzelne all das vielleicht ein bisschen unterstützen können, dass es besser wird. Und wollte euch einfach mal so ein bisschen mit in meine Gedanken nehmen der letzten Tage. Ich hatte jetzt verschiedene wichtige Termine, wo es auch darum ging, um meine Zukunft, also zukunftsentscheidenden Dinge, hatte zum Beispiel Gespräche auf der Baustelle und sollte Sachen entscheiden, wie wo soll ein Lichtschalter hin, wo eine Steckdose und wie viele werden benötigt. Und mein Kopf war die ganze Zeit eigentlich voll und ich war gar nicht so richtig da. Also war total auch konfus bei diesem Gespräch und habe das richtig gemerkt, wie mich das alles beschäftigt, weil mir das so surreal und irgendwie nicht richtig vorkam, dass ich dort in meinem neuen Haus stehe und solche Sachen entscheiden soll und irgendwo anders ist gerade Krieg und die Menschen fliehen aus ihrem Land und ja, verlieren gerade alles. So, dann habe ich so gedacht, hey, wie gehst du jetzt am besten mit der Situation um? Weil, wie gesagt, für mich fühlt sich jede Story, und wenn es doch nur 15 Sekunden sind, die man auf Instagram postet, falsch an. Und dachte aber auch, dass die Menschen von den Medien und Nachrichten, die auch bei mir den ganzen Tag laufen und ich mir meine Gedanken mache und jede einzelne Nachricht auch vielleicht zweimal anschaue, weil die Bilder einfach so krass sind und wenn man sich denkt, warum das Ganze und wie geht es weiter und kommt es vielleicht noch näher und so weiter. Also die Gedanken gehen ja kreuz und quer und dachte halt vielleicht, dass die Menschen davon erdrückt sind, weil sie es ja sowieso schon den ganzen Tag in den Nachrichten hören und nun auch noch on top auf Instagram. Jeder zweite Post hat ja mit der Ukraine zu tun, was auch gut so ist, weil man die Menschen halt wachrütteln muss, weil man ja in Russland die Menschen ja auch wachrüttelt und denen zeigen kann, dass das die Realität ist und nicht das, was ihnen vielleicht in Russland vermittelt wird, weil andere Medien versperrt sind. Und dachte aber, dass kleine Snippets wie Ponyhofgeschichten die Menschen und seien es nur 15 Sekunden vielleicht davon abhalten, die ganze Zeit in dieser Spirale zu sein und sich Gedanken zu machen und dann vielleicht auch 15 Sekunden schöne, ruhige Erfahrung haben, Erlebnisse haben, das, was eigentlich auf der Welt so sein sollte. Und nun hoffe ich, dass ihr mich nicht falsch versteht, denn ich finde das, was passiert, halt sehr, sehr schlimm und habe mich aber wirklich gefragt, ob es der richtige Punkt ist, zu sagen, du nimmst deine Termine nicht mehr wahr, du stellst deine Arbeit ein und machst halt nicht mehr so weiter, wie du gemacht hast, nur weil auf der anderen Seite Krieg ist so. Natürlich ist das nicht richtig, weil natürlich würde dann das Finanzamt kommen und sagen, ja, hier, her mit dem Geld. Und ich habe das Geld nicht, weil ich nicht weiter arbeite. Natürlich würde
all das, was ich gerade plane, den Berg runtergehen. Also ist nur das richtig zu sagen, ich nutze das, was ich habe, und zwar meine Reichweite, um, wie auch schon in vergangener Zeit und Leute, die mich länger verfolgen, wissen, dass ich das auch sehr, sehr gerne mache, egal ob es irgendwie mit Tierschutz zu tun hat oder andere soziale Projekte sind, wo man halt als Gemeinschaft einfach stark sein kann. Ob es jetzt ist, dass ihr was für die UNO spendet, was ich in vergangener Zeit auch oft getan habe, zwecks Corona-Krise und Ländern, die in der Entwicklung noch sind und leider nicht so gut ausgerüstet sind wie wir. Oder ob es was ist fürs Deutsche Kreuz, die auch in Katastrophen immer wieder da sind. Und das war jetzt zum Beispiel für die Flutopfer. Ja, dafür kann ich meine Reichweite nutzen, selber spenden, natürlich aktiv, was ich auch tun werde für die Ukraine. Aber und jetzt seid ihr gefragt, auch nochmal an euch eine Bitte, ob ihr 2, 3 oder seien es 5 € habt, die ihr zur Not, zur Hilfe spenden könnt. Ich werde euch in die Infobox einblenden, wo ihr spenden könnt. Und oder ihr habt Sachspenden und das ist das, was auch gerade natürlich viel gebraucht wird. Die Leute fliehen aus ihrem Land, haben teilweise nur einen Rucksack dabei oder einen Koffer und haben da ihre Habseligkeiten drin, was im Endeffekt nicht viel ist, sondern natürlich vielleicht auch Sachen wie Fotos und so weiter, weil sie sich davon nicht trennen wollen, was man auch verstehen kann. Das ist vielleicht die einzige Erinnerung, die sie dann haben. Wer weiß, wie das alles endet. Und sind natürlich angewiesen auf Kleidung, Hygieneprodukte, Nahrung natürlich, auf alles das. Also appelliere ich da an euch und würde mir einfach wünschen, dass wir gemeinsam da ein bisschen Unterstützung für die Ukraine schaffen können. Und ja, mehr habe ich eigentlich heute auch gar nicht zu sagen. Ich wollte einfach ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen und das, was mich gerade bewegt und wie ich empfinde und was ich für richtig oder falsch halte und denke. Das muss auch, finde ich, jeder selber wissen. Ich finde es auch okay, wenn jemand sagt, ich lasse das gar nicht so dicht an mich ran. Da mit dieser Situation muss jeder selber irgendwie umgehen und da gibt es kein richtig und falsch. Aber es wäre toll, wenn wir zusammen halten und zusammen Stärke zeigen können. So, das war es auch für diesen kleinen Beitrag und werde jetzt heute nichts sagen, außer Liebe geht raus und ganz viele Küsse. Und natürlich könnt ihr mich auch weiter unterstützen, wenn ihr das wollt.